Break und Continue sind für dich zwei unglaublich wertvolle Schlüsselwörter, wenn du zu einem professionellen Java-Entwickler werden willst. Wichtig ist nur, dass du genau weißt, wie du sie anwendest. Das zeige ich dir im heutigen Video und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn heute zeige ich dir noch eine fortgeschrittene Technik, diese nennt sich Labels. Das erste Schlüsselwort, um das sich der erste Teil dieses Tutorials dreht, das ist das Schlüsselwort Continue. Dafür stelle ich uns jetzt hier einmal ein Numbers Array. Darüber wollen wir jetzt mit unserer ForEach-Schleife iterieren, die du auch schon aus dem letzten Video kennst. Ich erkläre dir einmal kurz den Plan. Und zwar wollen wir jetzt die Summe aus allen diesen Zahlen im Array bilden, aber nur für Werte, die größer als 100 sind. Das heißt 62, 13, alle Werte, die kleiner als 100 sind, die wollen wir jetzt überspringen. Und dieses Überspringen ist, wie du siehst, genau die Essenz von Continue. Alles, was wir machen müssen, ist, wir schreiben if i kleiner gleich 100, Continue. Keine Sorge, ich erkläre das gleich nochmal genauer. Hier runter gehen wir jetzt aus, dass i hinzugefügt wurde. Und natürlich müssen wir uns für die Summe noch eine Variable erstellen. Das können wir schnell machen. Und genau die erhöhen wir jetzt um den Wert von i. Und du siehst, dass das Programm jetzt wirklich auch nur Zahlen hinzugefügt hat, die größer als 100 sind. Du kannst jetzt also bestimmt schon ganz gut denken, was Continue macht. Continue sorgt dafür, dass die Vorschleife genau den Durchlauf überspringt, in dem sie sich gerade befindet. Ich will dir das auch nochmal an einem anderen Beispiel zeigen. Wenn wir jetzt hier schreiben 12.fori, dann stellen wir uns eine fori-Schleife, die jetzt insgesamt 12 Durchläufe hat. Wenn wir jetzt hier unser i ausgeben, dann heißt das, dass die Vorschleife uns alle Zahlen von 0 bis 12 auf dem Bildschirm ausgibt. Jetzt sagen wir aber, wir wollen zum Beispiel die 5 überspringen. Dann können wir einfach schreiben if i ist gleich 5, continue. Damit es deutlich wird, mache ich hier noch ein sysout vor. Und du siehst, uns werden jetzt hier alle Zahlen von 0 bis 12 ausgegeben. Da, wobei eigentlich die 5 sein sollte, ist jetzt ein leeres Feld, denn Continue hat diesen Durchlauf unterbrochen, bevor die 5 hier ausgegeben werden konnte. Das Ganze funktioniert auch mit Objekten. Ich zeige dir dafür noch ein Beispiel, und zwar schreiben wir hierfür String. Strings ist gleich new String, und wir sagen jetzt, dieses Array, was wir uns hier erstellen, soll die Größe 5 haben. Jetzt befüllen wir hier ein paar von diesen Stellen, erstellen uns jetzt eine Vorschleife, um das Ganze hier auszulesen, und wir wollen es uns nicht schwerer machen, als es ist, schreiben also einfach String.for, und wenn wir jetzt unseren String ausgeben, und wie du siehst, haben wir hier zwischen den Ausgaben immer noch Null-Werte. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt der Position 1 und der Position 3 keinen Wert zugewiesen haben und dieser standardmäßig Null ist. Und auch das können wir ganz easy mit unserem Continue filtern, und zwar indem wir einfach schreiben String ist gleich Null und testen damit, ob dieser Wert hier, über den wir gerade loopen, null ist, dann sagen wir einfach Continue. Und wenn wir jetzt das Ganze ausgeben, dann verschwinden die Nulls, einfach aus dem Grund, weil wir sie jetzt durch dieses Continue hier gefiltert haben. Gut, dann hast du hoffentlich jetzt Continue verstanden und wir können übergehen zu Break. Das Schlüsselwort unterscheidet sich eigentlich nicht wirklich von Continue. Ich zeige dir das Beispiel am besten einmal an der Schleife, die wir gerade hatten. Da haben wir gesagt, wir möchten alle Zahlen von 0 bis 12 ausgeben, also sysout i, aber wir möchten die 5 filtern. Das heißt, wir haben geschrieben if i ist gleich 5, continue, und damit haben wir dem Programm gesagt, dass es diesen Wert hier überspringen soll. Was werden wir jetzt aber anstatt diesem Continue hier das Schlüsselwort Break schreiben? Wenn wir das Ganze starten, dann siehst du, dass diese Schleife hier nur bis zu 4 gekommen ist. Was also Break macht, es unterbricht nicht diesen Durchgang, sondern gleich die ganze Schleife. Break ist in dem Sinne einfach also immer ein Befehl an das Programm, die Schleife, in der es steht, abzubrechen. Soviel also zur Theorie hinter Break. Jetzt zeige ich dir ein Beispiel, was ein bisschen spannender ist. Und zwar erstellen wir uns dafür ein neues Objekt der Random-Klasse. Die Random-Klasse ist ähnlich wie die Scanner-Klasse, die müssen wir auch importieren. Einfach eine Klasse, die du manchmal brauchst, um dir Zufallszahlen zu erstellen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Vorher definieren wir uns hier eine Endlosschleife, schreiben also while true und sagen jetzt int i ist gleich random. Greifen also auf das Objekt zu, das wir uns gerade erstellt haben, Punkt, next int. Und müssen jetzt hier angeben, in welcher Range, in welchem Bereich unsere Zufallszahl liegen soll. Wenn ich jetzt 10 angebe, dann erstellt er uns eine Zufallszahl zwischen 0 und 9. Wenn wir jetzt hier eine 6 würfeln, beziehungsweise wir eine 6 bekommen, dann wollen wir das Programm mit Break abbrechen, beziehungsweise wollen diese Endlosschleife hier mit Break abbrechen. Und ansonsten soll das Programm einfach ausgeben. Schade, leider keine 6. Und wir geben noch gleich den Wert mit, den wir stattdessen bekommen haben. Und wenn wir dieses kleine Programm jetzt starten, dann siehst du, haben wir erst ein paar andere Zahlen bekommen, aber da das Programm hier abgebrochen ist, müssen wir an dieser Stelle hier eine 6 bekommen haben. Ich habe auch eine Projektidee für dich, die ist mir gerade spontan eingefallen. Und zwar kannst du ein Programm schreiben, das diese Endlosschleife hier erst mit Break abbricht, sobald das Programm 3 Sechsen hintereinander ausgibt. Damit hast du jetzt auch die Essenz von Continue und Break verstanden. Was ich jetzt zeigen will, sind sogenannte Labels.
Diese sind in Java nicht mehr wirklich geläufig, teilweise sogar veraltet, aber ich will sie dir trotzdem zeigen, weil ich sie verdammt cool finde. Dafür erstellen wir uns hier eine Endlosschleife und in diese Endlosschleife kommt jetzt eine for-i-Schleife, schreiben einfach 10.for-i. Und was wir hier drin machen wollen, wir wollen sagen, if i ist gleich 6, dann sagen wir break. Und sonst wollen wir hier unser i ausgeben. Und wenn wir das Ganze starten, dann müssen wir es wieder beenden, indem wir hier auf dieses rote Kästchen drücken. Wie du siehst, hat das Programm die Zahlen von 0 bis 5 ausgegeben. Anstatt dann aber abzubrechen, hat es das Ganze immer wieder gemacht. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass Break nicht alle Schleifen abbricht, sondern immer nur die innerste. Und zwar die Schleife, in der Break steht. Deshalb hat Break, nachdem i hier 6 wurde, immer nur die Vorschleife abgebrochen. Aber die Endlosschleife, die geht ja immer weiter. Und deshalb startet hier die Vorschleife von neu und gibt wieder die Zahlen von 0 bis 5 aus und das eben so lange, bis wir das Programm abbrechen. Wie können wir Break also jetzt die Information geben, dass es nicht hier die Vorschleife abbrechen soll, sondern diese Endlos-While-Schleife? Nun, wir schreiben hier ein Label und zwar Loop, das könnt ihr nennen wie ihr wollt, Doppelpunkt und setzen das Ganze hier vor die While-Schleife. Und wenn wir jetzt Break Loop schreiben, dann geben wir unserem Programm damit die Information, okay, du sollst nicht diese innere Schleife hier abbrechen, sondern diese äußere While-Schleife. Starten das Ganze einmal und wir sehen, diesmal wurden nur die Zahlen von 0 bis 5 ausgegeben. Beim Programmieren kommt es öfter mal vor, dass wir mehrere Schleifen ineinander verschachteln müssen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen 10 mal eine 1 aus 100 würfeln. Dann erstellen wir uns hier eine For-i-Schleife, die insgesamt 10 Durchläufe hat. In dieser For-i-Schleife eine Endlosschleife und darin erstellen wir uns jetzt hier eine zweite Variable und bevor wir jetzt hier dem einen Wert zuweisen, brauchen wir wieder unsere Random-Klasse. Sagen jetzt i2 ist gleich random.nextInt, diesmal aber im Bereich bis 100 und wir sagen jetzt if i2 ist gleich 1, dann wollen wir ausgeben erfolgreich. So, und jetzt haben wir hier zwei Schleifen. Ich benenne sie für dich einmal schnell mit Labels. Und was wir jetzt hier abbrechen wollen, ist natürlich diese innere While-Schleife. Und das können wir einfach durch das Schlüsselwort Break machen. Theoretisch geht es auch mit Break While Loop. Oder, und das zeige ich dir jetzt, dass das funktioniert, wir können angeben Continue For Loop. Denn diese While-Schleife hier zu beenden, bedeutet in dem Sinne nichts anderes, als die For Loop ein weiteres Mal durchlaufen zu lassen. Deshalb, wenn wir das Ganze jetzt starten, wird sie mal erfolgreich ausgegeben und das Programm dann beendet. Was ich dir jetzt noch ans Herz legen möchte, ist, dass du weißt, dass Labels in Java veraltet sind, einfach weil es bessere Möglichkeiten gibt, sie durch Codelogik zu umgehen. Break und Continue, das sind aber die beiden Schlüsselwörter, die du ja wirklich immer im Programmieren brauchen wirst. Wenn du jetzt noch mehr Java lernen willst, check die Playlisten aus, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du in Zukunft kein weiteres Video verpasst. Wenn du Fragen hast oder irgendwas, das du gerne in Java lernen möchtest, dann zöger nicht, mir das in die Kommentare zu schreiben. Ich lese mir immer alle Kommentare durch. Ansonsten würde ich mich auch sehr über positives Feedback oder einen Daumen nach oben freuen. Mach das aber bitte nur, wenn du sicher bist, dass diese Tutorials dir hier Wert geben. Also, genug gelabert. Wir beide sehen uns im nächsten Tutorial. Ciao.